Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play The Curse of Monkey Island. Uffpelzig. Ich wollte nur nochmal so am Rande am Anfang sagen, dass ich derzeit so im Endausläufer von einer Erkältung bin, die ich gerade ausbrüte, wie was mir wahrscheinlich auch hört. Und ich muss leider noch 2 Episoden aufnehmen, um auf mein Wochenpensum zu kommen. Deswegen mache ich noch 2 Episoden verschnupft. Aber ich bitte das noch zu sehen einfach. Das soll trotzdem unseren Spaß nicht trügen. Nicht Haggis, sondern die Seekarte. Bei allzu ekelhafte Geräusche muss ich da mal kurz rausschneiden bzw. einen Cut machen. So. An Bord eines Piratenschiffs zu gehen, gefährdet die Gesundheit. Ja, jetzt sind wir wieder bei dem Widerling gelangt, der einen unsteten Blick von so einem Typ hat, der noch eine Kugel im Lauf hat. Ich bin gekommen, deinen Schatz zu rauben. Nein, ich nehme deine Beute. Huhu. Allhopp, dann probieren wir es nochmal. Ich glaube, den hatten wir schon. Aber der ist gut. Warst du schon immer so hässlich oder bist du mutiert? Ach ja? Na, das sind immer die Beste, die die Beleidigungen bringen, aber die Antworten nicht parat haben. Das hatten wir, glaube ich, auch schon. Den hatten wir schon. Ich spieß dich auf wie eine Sau am Buffet. Ich bin Gummi, du bist Stahl. Dummkopf. Tja, den habe ich, glaube ich, auch schon. Mit, Varieté war das, glaube ich. Überall in der Karibik wird mein Name respektiert. Ich bin Gummi, du bist Stahl. Yes, das lauter Hohlbrocke. Zack. Du hast gewonnen. Gib mir deinen Schatz, du Badewannenkapitän. Der Schatz gehört dir. Wir haben Beute gemacht. Oh ja. Yeah. Also, wieder auf die Seekarte. Und da kommen, ich glaube, das sind die letzte Form René Richelieu. So, dann. Schon wieder da, Mister? Ajo. Was hast du heute im Angebot? Kann ich Ihnen die gesamte Palette von Bobs, Baumlange, Bomben, Bumskanonen, GmbH und Co. anbieten? Mr. Massacre? Und schließlich die Kanone, die ja, der furchterregendste Schuft René Richelieu persönlich benutzt, die Destructomatic T-47. Also, haben Sie Interesse an einem der Modelle, Mister? Auf jeden Fall. Zwar der Mr. Massacre, dann müssen wir nur noch El Piratekapitän niedermachen. Und dann haben wir im Prinzip die von Richelieu und können mit dem nochmal kämpfen. Ich nehme die Kanone vom Typ Mr. Massacre. Oh yeah. Eine Mr. Massacre? Kommt sofort. Mama! Ich finde auch diese Renngeräusche zu geil mit dem seinen Schuh. Okay, so Della. Da sind sie. Okay. Black Flag Feeling. Komm her, du. Badewannenkapitän. Ups. Aber die Distanz hätten wir in etwa. Na, der Wind will gerade nicht mitspielen. Das wird ein etwas zäherer Kampf. Ja. Ja. Der Gedanke zählt. Komm schon. Immer in den Wind. Und... Oh. Jetzt haben wir sogar noch einer abgekriegt. Die Taktik war gar nicht mehr so dumm, aber die Ausführung war bescheiden. So wie hier die Ausführung wieder ziemlich scheiße war. Ah, Henna. Ach Gott, wie ich kann zweiseitig schießen. Super furchterregende Pirate. Okay. Und das war voll die Breitseite, sehr schön. Das war auch gar nicht mehr so schlecht eingeschenkt. Alle hopp. Schieß! Schieß doch! Oh, das muss stecken. Hier aber auch ganz schön ein. Fuff, 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 fuff. Nochmal beidrehen. Ja, das war gut. Und. Na also, gerade noch so. Wenn du was um dein Leben gibst, dann verschwinde besser. Nemsa Stimme mag ich eigentlich auch. Und das ist, glaube ich, der einzige, der noch irgendwie wie ein Mensch aussieht, wie es ihn tatsächlich geben könnte von den Piraten.
Bis auf der erste, der sah noch relativ glaubwürdig aus. Das waren gigantische Zinke, aber alle hopp. Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Dass ich nicht lache. So, Spanier, hier. Warst du schon immer so hässlich oder bist du mutiert? Da hat sich wohl dein Spiegelbild in meinem Säbel reflektiert. Na also, der kann was. Wirst du laut Testament eingeäschert oder einbalsamiert? Ja, der ist auch neu. Aber ich habe sehr wenig gelernt. Das Essen auf den Schiffen wird nicht gerecht portioniert. Wenn, dann muss ich mir die schlechte eigene Dinger geben. Bis jetzt wurde jeder Gegner von mir eliminiert. Ja, den kennen wir. Das war ja auch leicht. Dein Atem hat sie paralysiert. Hoho. Ja. Ich spieß dich auf wie eine Sau am Buffet. Wenn ich mit dir fertig bin, bist du nur noch Filet. Touché. Zip. Gib mir deinen Schatz. Wenn ich einen hätte, wärst du der Erste, der ihn kriegen würde. Arr. Okay, von dem kann man anscheinend noch was lernen. Das ist gut. Wirklich furchterregende Piraten. Wie sollst du dafür kriegen, dass du auf mein Schiff gekommen bist? Ja, wenn ich mir denn so Akku kriege, ich wahrscheinlich auch die Syphilis. Ich bin gekommen, deinen Schatz zu rauben. Das wirst du noch bereuen. Okay. Kennen wir. Ich glaube, den kennen wir wirklich. Den kennen wir jetzt. Ach, das ach. Hier. Wirst du laut Testament eingeäschert oder einbalsamiert? Ich bin Gummi, du bist Stahl. Okay. Das war sogar noch hässlicher als sonst betont. So. Ich probiere es einfach nochmal. Himmel bewahre, für einen Hintern wird dein Gesicht eine Beleidigung. In Formaldehyd aufbewahrt, trügest du bei zu meiner Erheiterung. Ich glaube, den hat man sogar wirklich schon nicht. Ausgezeichnet. Ein jeder hat vor meiner Schwertkunst kapituliert. Moment. Kapituliert. Nee, den kennen wir auch noch nicht. Himbeeren schmecken am besten flambiert. Dich zu töten wäre eine legale Beseitigung. Den müssten wir aber kennen. Wo ist die Reinigung? Dich zu töten wäre dann eine legale Reinigung. Das ist doch eigentlich... Das müsste man doch haben. Nee, das haben wir tatsächlich noch nicht. Ha, okay. Eine ruhige Fahrt gewährt nur eine hydraulische Federung. Ist das blöd? Okay. Gib deinen Schatz her, du Meeresstinktier. Wenn ich einen hätte, wärst du der Erste, der ihn kriegen würde. Arr! Das muss man danach ultra frustrierend sein, die ganze Zeit von so einem Dappschädel geändert zu werden, damit man einen Schatz hat. Wenn du eine Tracht Prügel suchst, bist du hier genau richtig. Ja, die suche ich. Gib mir deinen Schatz und ich lasse dich leben. Vorher werde ich dich in Ketten legen. Oh. Dann probieren wir es nochmal aus, wenn wir das tatsächlich noch nicht haben. Dich zu töten wäre eine legale Beseitigung. Dich zu töten wäre dann eine legale Reinigung. Na, Allah. Geht doch. Mein Herz rast, denke ich an deine Beseitigung. Der ist ach neu, das finde ich ach ziemlich gut, also von dem kann ich wirklich noch was lernen. Tut mir leid, ich habe gerade keine anständige Eingebung. Niemand kann mich stoppen. Mich, den Schrecken der See. Perfekt, bei dem holen wir jetzt alles noch, was die anderen Dappschädel uns eigentlich nicht geben konnten. Ich möchte die Sache hinter mich bringen. Man erwartet mich zum Diner. Oh Mann. Gib deinen Schatz her, du Meeresstinktier. Schatz? Du willst einen Schatz? Tut mir leid, ich hab grad keinen. So, dann noch einmal. Dann entert man den Typ viertes Mal. Die Syphilis sollst du dafür kriegen, dass du auf mein Schiff gekommen bist. Die habe ich schon dank dir. Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Dass ich nicht lache. Okay, Hat man denn jetzt schon einbalsamiert? Ich bin mir nicht sicher, aber probieren wir es nochmal. Mein Herz rast, denke ich an deine Beseitigung. Dann wäre koffeinfreier Kaffee ein erster Schritt zur Läuterung. Bis jetzt wurde jeder Gegner von mir eliminiert. Sehr schön, dann kriegen wir noch die Möglichkeit, andere Dinger zu erlangen. Das war ja auch leicht, dein Atem hat sie paralysiert. Ja. Ein jeder hat vor meiner Schwertkunst kapituliert. Dein Geruch allein reicht aus und ich wär kollabiert. Ausgezeichnet.
Haben sich deine Eltern nach deiner Geburt sterilisiert? Okay, also ein paar fehlen uns auch noch. Zum Beispiel auch En Garde, Touché. Oh, das ist solch ein übles Klischee. Das sind ein paar richtig schöne dabei, finde ich. Letzten Monat habe ich Schöner Segeln abonniert. Ist das doof? Na gut. Gib mir deinen Schatz! Glaubst du nicht, dass wenn ich einen Schatz hätte, ich ihn ausgeben würde, bevor ich mich mit Typen wie dir anlege? Ah, wahrscheinlich schon. Naja, macht nichts. So, jetzt sind wir auch circa bei der Hälfte von der Episode angelangt. Ich denke, wir können die Episode durchaus noch mit Schwertkampf verbringen heute. Stimmt es? Ja, natürlich. Deinen Schatz oder dein Leben? Viel Glück, Junge. Dankeschön, das ist mal sehr freundlich. Mittlerweile noch im 5., 6. Mal sind wir auch so alte Kumpels, glaube ich. So, was haben wir da noch? Mein spanischer Freund, die hatten wir schon alle. Hier. Haben sich deine Eltern nach deiner Geburt sterilisiert? Zumindest hat man meine identifiziert. Der war gut. Der war gut. Du bist so hässlich wie ein Affe im Negligé. Okay. Hoffentlich zerrst du mich nicht ins Separé. Ajo. So, jetzt können wir nochmal ausprobieren. Also En Garde Touché fehlt uns auf jeden Fall noch. Dann probieren wir den. Wirst du laut Testament eingeäschert oder einbalsamiert? Ich zittere! Oh, den kennt er auch noch nicht. Dann kennen wir den wahrscheinlich auch noch nicht. Ansonsten haben wir, glaube ich, alles. Niemand kann mich stoppen. Mich, den Schrecken der See. Ich könnte es tun, hättest du nur ein Atemspray. Warst du schon immer so hässlich oder bist du mutiert? Gut, ich glaube jetzt hammern. Da hat sich wohl dein Spiegelbild in meinem Säbel reflektiert. Wir müssen trotzdem noch ein bisschen über. Du hast gewonnen. Gib mir deinen Schatz, du dreckiges, ungewaschenes Ding, du. Der Schatz gehört dir. Wir haben Beute gemacht. So, auch wenn wir jetzt die tollste Kanone kaufen, müssen wir trotzdem noch ein bisschen über, damit wir auch alle Beleidigungen für René Richelieu bereiten. Schon wieder da, Mister? Weil Richelieu hat natürlich, wie der Schwertmeister von Mealy Island in Monkey Island 1, seine eigene Beleidigungen. Das heißt, wir müssen dann immer noch gut dünke de Konter austeilen. Und dafür wäre es natürlich am besten, alle Antworten parat zu haben. Ich möchte ein paar Kanonen für mein Piratenschiff kaufen. Ich nehme die Destruktomatik T-47. Das macht er von selber jetzt schon. Oh, Mister! Sie haben soeben das Tor zur gehobenen Piraterie durchschritten. Sie haben soeben ein Destruktomatik T-47 panzerbrechendes Blutbad-Anrichtungssystem mit Nachladeautomatik und Faxmodem bestellt. Ein ziemlich feines Stück, wenn ich das mal so sagen darf. Mama! Vor allem mit Faxmodem. Ach ja, 1997 war geiles Jahr. Ja, du ist es. Sehr schön. Okay, wirklich furchterregende Piraten. Am besten segelst du weg, bevor dir was passiert. Ich habe keinen Schatz, weißt du? Du würdest mich doch nicht anlügen, oder? Doch, aber jetzt lüge ich nicht. Ja, ich probiere es trotzdem nochmal. Ich muss ein bisschen über und er ist der beste Sparring-Partner. Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Dass ich nicht lache. Okay. So, probieren wir den nochmal. Wirst du laut Testament eingeäschert oder einbalsamiert? Sollte ich in deiner Nähe sterben, möchte ich, dass man mich desinfiziert. Ausgezeichnet. Warst du schon immer so hässlich oder bist du mutiert? Das mag ich. Da hat sich wohl dein Spiegelbild in meinem Säbel reflektiert. So, dann können wir nochmal weiter gucken. Hier? Überall in der Karibik wird mein Name respektiert. So schade, dass das hier niemanden tangiert. Okay, sehr gut. Niemand kann mich stoppen. Mich, den Schrecken der See. Kennen wir auch schon. Wo ist es dann mit dem Atemspray? Hier. Ich könnte es tun, hättest du nur ein Atemspray. Gut, dann können wir uns nochmal einer leichter. Mein Minenspiel zeigt dir meine Missbilligung. Ich zittere, ja, okay. Ich zittere. Das mit der Missbilligung sollte man nochmal ausprobieren. Du hast gewonnen. Gib mir deinen Schatz. Ich habe keinen. Okay, so, noch einmal.
Wie kannst du es wagen, mein Schiff anzugreifen? Ich habe keinen Schatz, weißt du? Das weiß ich. Also, was soll's? Ich brauch die Übung. Fair genug. Richtig. Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Sind Sie endlich einmal im Spiel begriffen? So, mit dem Minenspiel probieren wir es nochmal. Der ist so ziemlich lernfähig, der Typ. Wenn das immer nicht weiß, weiß das beim nächsten Mal. Mein Minenspiel zeigt dir meine Missbilligung. Für dein Gesicht bekommst du eine Begnadigung. Okay, also den hatten wir tatsächlich schon. Mein Herz rast, denke ich an deine Beseitigung. Den kennen wir auch schon. Dann wäre koffeinfreier Kaffee ein erster Schritt zur Läuterung. So, ich denke, wir haben jetzt tatsächlich auf alle unsere Dinger die Antworten. Das heißt, ich brauche jetzt eigentlich von ihm noch ein paar neue Beleidigungen. Machen wir einfach das Dappigste. Du bist blöd. Was für eine amateurhafte Beleidigung. Komm, gib uns neu. Haben sich deine Eltern nach deiner Geburt sterilisiert? Okay, du finde ich aber auch der Konter ziemlich geil. Zumindest hat man meine identifiziert. Komm, gib uns doch mal irgendeine schöne neue Beleidigung. Du bist hässlich. Ha! Ist das Beste, was du zu bieten hast? Ah, okay, das war's dann. Schade. Gib mir deinen Schatz! Glaubst du nicht, dass wenn ich einen Schatz hätte, ich ihn ausgeben würde, bevor ich mich mit Typen wie dir anlege? Ah, wahrscheinlich schon. Naja, macht nichts. Na gut, also das Einzigste, was uns, glaube ich, noch fehlt, ist En garde touché als Beleidigung und als Konter. Oh, das ist ein solch übles Klischee. Ich glaube, darauf können wir jetzt erstmal verzichten. Warten, bis Captain Richelieu kommt. Da ist er. Und heroisch wie Zau jetzt ins Battle, obwohl unser Wind gerade sehr scheiße steht. Aber irgendwo muss er ja auch mal arg schippert kommen, der René. So, wo ist er dann, der Kasperkopf? Mit der Fleischmütz. Also der Wind steht tatsächlich möglichst denkbar beschissen gerade. Ah, da ist er. Ach Gott. So, René. Wir fangen gerade selber gut ein. Diese Digitalgeräusche sind halt ach zu geil. Hopf. So, okay. Ich glaube, jeder, der damals Monkey Island 3 gespielt hat, war voller Begeisterung, als dann Assassin's Creed Black Flag rauskam mit der Seeschlacht, die da möglich war. Das war der absolute Brüller. So. Yo, Captain Richelieu wurde besiegt. Mich, der Triefpimpf. Triefpimpf. Und die Franzose-Musik dazu ist halt ach so geil, diese Akkordeon-Mucke. Gib mir meine Karte, du Unhold. Dich muss ich nicht fürchten, Bürschchen. Mein Antlitz zeugt von edler Abstammung. Okay, Abstammung. Was reimt sich da nur drauf? Abstammung. Ich glaube, das Einzige, was mal hin ist, das. In Formaldehyd aufbewahrt, trügst du bei zu meiner Erheiterung. Na okay, das hat wohl nicht gepasst. Ich weiß nicht, welche meiner Eigenschaften dir am meisten imponiert. Imponiert? Ich glaube, das ist ganz gut. Dein Geruch allein reicht aus und ich wäre kollabiert. Ja, sehr gut. Du hast so viel Sexappeal wie eine Croupier. Wie ein Croupier? Ich glaube, das passt eigentlich. Hoffentlich zerrst du mich nicht in Separé. Jo. Du bist eine Schande für deine Gattung, so dilettier. Dilettiert, ich glaube, für deine Gattung, wenigstens hat man meine identifiziert, ist es klar, wie ich dazu, das ist auch geil. Zumindest hat man meine identifiziert. Ja, sehr schön. Dein Geplänkel kommt nicht richtig in Schwung. In Schwung.
Ich glaub. Emo, ganz kurz, ihr liebe Leid. Du bin ich wieder, sorry. Das war mal gerade wieder ein wunderschöner Huster-Anfall. Ich glaube, ich muss es nochmal wiederholen lassen. So. Könntest du das wiederholen? Dein Geplänkel kommt nicht richtig in Schwung. Okay, kommt nicht richtig in Schwung. Zu meiner Erheiterung. Ich probiere mal das. Dann wäre koffeinfreier Kaffee ein erster Schritt zur Läuterung. Ah, sehr schön. Der hat gepasst. Es mit mir aufzunehmen gleicht einer Odyssee. Und ich glaube, mit dem muss man auch fünfmal, ne? Du musst mal fünfmal schaffen. Gleicht einer Odyssee. Ich glaube, hier Varieté könnte noch passen. Ich glaube, es gibt für dich noch eine Stelle beim Varieté. Ne? Schade. Auch wenn du es nicht glaubst, aus dir mache ich Haché. Haché-Filet. Wenn ich mit dir fertig bin, bist du nur noch Filet. Ja. Jawohl. Sacre bleu. Ich kann es nicht glauben. Ich wurde im Kampf besiegt. Also gib mir die Karte, nimm dein Schiff und verdrück dich. Du hast gewonnen. Du kriegst deine Karte zurück. Du warst von Anfang an zum Scheitern verurteilt, du Kleptomane. Ja, ja, ist ja gut. Ich gebe schon auf. Kein Wunder, dass du verloren hast bei dem wackeligen Schwert. Gnade, ich flehe dich an. Keine weiteren Erniedrigungen, bitte. Dein Gestank und Gesicht erinnern mich an ranzigen Käse. Wir haben die Karte wieder. Jetzt können wir nach Blood Island segeln. Jo, direkt zu Kapitel 4. Der Barmann, die Diebe, seine Tante und ihr Liebhaber. Diese Videosequenz fand ich früher auch so ultra episch. Ach ja, jetzt sind wir auf Blood Island. Ich glaube, ich war für eine Sekunde ohnmächtig. Wo ist die Lane? Sie flog ein kleines bisschen in den Wald, als wir strandeten. Tja. Dann lasst uns gehen. Wir suchen sie. Und dann durchkämmen wir die Insel nach dem entfluchten Diamantring, der sie wieder zurückverwandelt. Ich glaube nicht, dass wir das tun werden, Kumpel. Was meinst du? Was meinst du, Haggis? Dies ist eine Meuterei, Captain. Kennt wir verlassen jo. Dich. Habe ich erwähnt, dass ich meiner Mannschaft einen sehr attraktiven Rentenplan anbiete? Ei, hast du. Und die Aktienoptionen. Aber wir gehen trotzdem. Aber warum, Haggis? Warum? Nun, ich gebe zu, in deiner Piratenmannschaft zu sein, war die wahre Freude. Die wahre Freude. Aber wir sind rastlos geworden. Wir können die Stimme der Sirene hören, wie sie uns ruft und sagt, dass wir ihr die Haare frisieren sollen. Ihr geht zurück, um wieder Friseure zu werden? Ei, wir segeln zurück zu Plunder Island, sobald wir das Schiff repariert haben. Viel Glück, Captain Treibholz. Es war ein Vergnügen, mit dir auf Beutezug zu gehen. Ich schätze, ich bin wieder allein. Ja, das kennt ihr ja schon aus Monkey Island Ends mit dem meuternden Crew, aber wenigstens schaffen die was und reparieren das Schiff. Okay, ich würde aber auch sagen, ihr liebe Leute, das war heute eigentlich ziemlich gut geerdet und wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Monkey Island 3 auf Pelzig, wo wir dann weiter Blood Island mal erkunden werden. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder, euren Yankee.